Oma, wie kommst du mit Schmerzen klar? Mit deinen Händen, Schatz. Wenn du es mit deinem Verstand machst, anstatt den Schmerz zu lindern, wird es noch schwerer. Mit deinen Händen, Oma? Ja, unsere Hände sind die Antennen unserer Seele. Wenn du sie bewegst, strickst, kochst, malst, spielst oder in den Boden versinkst, schickst du Pflegeschilder in deinen tiefsten Teil und deine Seele leuchtet, weil du darauf achtest. Dann werden Schmerzzeichen nicht mehr nötig sein. Hände sind wirklich so wichtig? Ja, mein Mädchen. Denk an Babys. Sie beginnen die Welt durch Berührung ihrer Hände zu erkennen. Wenn du dir die Hände alter Menschen anschaust, erzählen sie dir mehr über ihr Leben als über jeden Körperteil. Alles, was von Hand gemacht wird, soll mit den Herzen gemacht werden, weil es wirklich so ist. Hände und Herz sind verbunden. Masseure wissen es gut. Wenn sie jemanden mit ihren Händen berühren, schaffen sie eine tiefe Verbindung. Gerade aus dieser Verbindung kommt Heilung. Denk an Liebende. Wenn sie ihre Hände berühren, machen sie Liebe auf eine erhabene Weise. Meine Hände, Oma, wie lange ich sie nicht mehr so benutzt habe. Beweg sie, mein Mädchen. Fang an, mit ihnen zu gestalten. Und alles in dir wird sich bewegen. Es wird das beste Meisterwerk. Und es wird nicht mehr wehtun.